Das Interesse ist gross am Fall Wil. So gross, dass es fast noch zu einem Tumult kommt nach den offiziellen Erklärungen von Gesundheitsdirektorin, Staatsanwalt und Spitalchef. Aus Sicht der zuständigen Regierungsrätin hat es durchaus Fehler gegeben in der bisherigen Informationspolitik zum Fall. Das Informationsbedürfnis sei unterschätzt worden. Abgeschlossen ist so ein Fall wahrscheinlich nie. Wir lernen daraus. Das ist auch richtig und das ist sehr, sehr wichtig. Die weitere Diskussion werden wir im Verwaltungsrat Ende August führen und dann entscheiden, wie weiter. Aus Sicht des obersten Staatsanwalts ist im vorliegenden Fall nichts Außergewöhnliches passiert. Von Geheimjustiz könne keine Rede sein. Was öffentlich wird und wenn, sei klar. Der Grundsatz ist eigentlich einfach. Die Strafuntersuchung, die ist geheim. Das Gerichtsverfahren ist öffentlich. Das heisst, jeder, der ein Interesse hat, kann eine Gerichtsverhandlung gehen. Aber wer Unterlagen aus der Strafuntersuchung will, der muss bei uns ein Gesuch stellen. Die verurteilte Ärztin ist immer noch im Spital Wil tätig. Allerdings ist sie bis Ende August in verlängerten Ferien, wie heute klar wird. Erst dann wird die Spitalleitung entscheiden, ob die Ärztin weiterhin tragbar ist oder nicht. Dass der Fall jetzt 5 Jahre nach dem tragischen Tod der mehrfachen Mutter so hohe Wellen schlägt, stößt die Patientenorganisation sauer auf. Der Hauptfehler in der ganzen Geschichte sei aber schon viel früher passiert, und zwar beim Spital. Ja, ich kritisiere das Spital Wil und zwar neu, einfach weil ich jetzt erfahren habe, durch sehr zuverlässige Quellen, dass die Ärztin, die einen Fehler gemacht hat, hat wollen kommunizieren, hat wollen mitteilen und man hat ihr das untersagt. Und das ist natürlich total falsch. Das schaukelt sich dann natürlich nach so 5 Jahren so auf, dass es jetzt ja, nicht mehr gut ist. Diese Fehler kontert der betroffene Chef der regionalen Spitäler, der auch das Spital Wil dazugehört. Also die interne Kommunikation hat sich primär auf das betroffene Team natürlich beschränkt, die involviert haben, das auch gewusst gehabt, mit denen eine Art Debriefing oder Nachbesprechung gemacht haben, mit Hilfe angeboten. Wir haben nicht gewusst gehabt, ob überhaupt Fehler passiert sind zu dem Zeitpunkt. Oder? Also von dem her ist die Kommunikation damals korrekt gewesen. Nach dem heutigen Informationsschritt der Behörde wird klar, der Fall ist noch lange nicht abgeschlossen. Ein nächster Entscheid fällt aber Ende August, wenn klar wird, ob die verurteilte Ärztin noch weiter am Spital Wil wird arbeiten.